Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Valheim hier auf meinem Kanal. Ich habe es bei Jagdloot vorbei geschafft, zum Glück. Deswegen auch fehlt oben auf Slot 8 ein Ausdauertrank. Jagdloot ist sogar bis zum Wasser gegangen, also wir müssen das testen, ob der im Wasser Damage kriegt. Auf jeden Fall, wir haben auch die Münzen zusammen. So ein Wichskopf. Da bist du wieder. Ich bin kurz vom Aufblättern. Warum? Ich sehe dir. Nee, nee. Du siehst was? Einfach alles. Hä? Wie? Ich wurde erstens wieder hingeschickt wegen dem scheiß Salatkopf. Weil man zu blöd ist, sich den auf einen Zettel zu schreiben. Okay. Zweitens ist dann. Weil logischerweise Samstagnachmittag oder abends ist der Laden leer gekauft und rund 50-100 Idioten suchen noch irgendeine Scheiße, sind nervig wie sonst was, weil der Laden halt leer ist. Pech. Können alle wieder gehen. Ja. Deswegen, dann wird noch an der Kasse gedrängelt, ja, etc. Deswegen gehe ich immer freitags einkaufen fürs Wochenende. Klar ist am Wochenende alles runtergesetzt, weil die müssen das ja loswerden. Wir kaufen auch immer freitags ein. Immer. Es gibt Ausnahmen, wo ich mal samstags einkaufe. Letzte Woche zum Beispiel habe ich Samstag ja eingekauft mit meiner Tochter. Aber sonst ist es halt immer freitags nachmittags, wo ich gehe. Weil da fangen sie auch schon an, das meiste runterzusetzen. Ja. Da ich ja sowieso einen Einkaufszettel immer zwei, drei Mal überfliege, kann ich bei mir ohne Schutz vergessen. Hm. Ja, es stand halt nicht auf dem Einkaufszettel. Ja, deswegen überfliege ich den immer noch ein, zwei Mal. Da sehe ich dann immer auch, da, das fehlt eventuell noch und das fehlt noch. Ja gut, aber ein kleiner Unterschied wahrscheinlich, wie viel steht auf deinem Einkaufszettel. Bei uns ist das eine Pergamentrolle mit fast 300 Items. Ja. Gegenständen. Naja, Stückanzahl oder Einzelanzahl? Einzelanzahl. Ja gut. Bei uns allein kommt ja auf den Frühstücksteller. Brötchen ist klar, aber dann 10 verschiedene Käsesorten, 10 verschiedene Wurstsorten, ja, 3 Marmeladen und so weiter. Für das drei, sind halt wir. Warte mal, für 3 Personen ist das eigentlich total hirnlos. Tut mir leid, aber... So, es wird nicht schlecht. Das stimmt schon. Es wird nichts bei uns schlecht. Aber... Wo war der Frost? Na hier, ich brauche Uraltenrinde, Silber und Frostteile. Silber... Muss ich noch einmal brennen. Was ich mich gerade so in der letzten Aufnahme gefragt habe... Kriegt der im Wasser Schaden, der Jagdloot? Oder im Eisbiom? Müsst Wasser ihr... würde ich nicht sagen, weil ein normales Skelett geht ja auch einfach so unter Wasser und das fuckt uns dann unter Wasser ab. Und Eisdamage? Keine Ahnung. Ich weiß aber nicht, ob der da hochgekraxelt kommt. Der ist nicht mehr am Portal, ganz um ehrlich zu sein. Ich musste ja dahin, um Münzen zu sammeln. Und der war schon unten am Wasser tatsächlich. Aber der ist wieder voll regeneriert wahrscheinlich. Ja. Hä, ich habe doch das Silber gerade aufgenommen. Nee, ich habe es zurückgelegt. Wow. Ich muss noch mal alles. Was macht der? Die Toten fürchten das Silber, erinnert sie daran, warum das so ist. Warte mal, müssen wir einfach mit einer Silberwaffe vielleicht kämpfen? Ja, weil, guck mal, ich habe jetzt den hier hergestellt. Du hast den scheiß Hammer, ja, ich meine aber unser normales Schwert. Keine Ahnung. Der macht Eisschaden 40, Geist 20, Hauen 35. Krabbelt's am Hals, sehr eklig.
Nichts Unreise. Ja, tolle Beschreibung. Nichts Unreines kann seine Berührung ertragen, steht da. Mehr nicht. Also Silber, wenn man es so. Das Silberschwert meine ich jetzt. Ja, aber Silberrüstung. Ne, Rüstung würde ich die ganz normale beibehalten. Müssten wir dann aber auch wieder mehr Damage-Resistenz gegen den haben. Wenn man es so nimmt. Würde ich nicht sagen, weil. Lass mich raten, wir haben kein Eisen mehr. Ne, alles weg. Die 13 Teile da noch. Die du einschmelzen müsstest. Die hätten wir noch. Aber der macht hier keine direkten Hauattacken. Das sind ja seine Meteoriten, die Umgebungswärme und sonstiges. Das hat ja alles nichts direkt mit ihm zu tun. Darum würde ich bei der normalen Rüstung bleiben. Ich glaube nicht, dass das was ändert. Na gut. Und Holz brauche ich dann ganz normal. Okay. Das heißt, das kann wieder hier rein. Die uralten Rinde kann wieder hier rein. Hier können wir noch mal ein paar herstellen. Ach, hier haben wir die. Die machen Eis 52. Ah, Leute, ich brauche das Eisen gar nicht. Obsidian, Holz und die Dinger da. Obsidian, Holz. Ja, also hast du dann auch so. Das ist schon mal etwas. Danke. Das ist so wie mit dem Giftresistenztrank, der verhindert das nicht komplett, aber verringert den Damage. Okay. Das bedeutet, wir kriegen zwar immer noch Damage in seiner Nähe, wenn wir da einfach bei ihm rumstehen. Ja, klar. Aber können vielleicht deutlich länger draufkloppen, weil das mit dem Pfeilen, das bringt keinen Sinn. No. Außer man hat bestimmte Pfeile eventuell. Apropos, gibt's selber Pfeile? Weiß ich tatsächlich gerade nicht. Warum kann ich die nicht? Oh wow, ich brauche einen Lernslot. Du willst mich doch verarschen. Es gäbe Silberpfeile. Ich weiß nicht, ob die was machen. Wie viel Damage machen die? Geh mal, guck mal danach bitte. 52 Stechen. Ja gut. Ich habe nämlich welche, die machen 52 Eis-Damage. Ich stell gerade Eispfeile her. Ja, aber ich meine halt einfach nur, weil es ein Untoter ist, weil Beschreibung sagt ja auch wieder eine Nadel, um ruhenlose Geister zu besänftigen. Ja, dann müssen wir wieder Silber farmen. Machst du gerade alles okay? Ich habe das für den Frosten verballert und er brauchte 30 Stück. Ich sag mal so, ich habe jetzt noch 100 Feuerpfeile und 28 Nadelpfeile. Ich habe 200 Frost und 200 Nadelpfeile. Und ich hätte noch 18 Nadeln. Also soll ich noch ein paar Nadeldinger machen? Kannst du gerne machen, ja. Dann nehme ich wieder 100 mit. Alter, mein Inventar ist rand. Also was ist dran voll? Das Gewicht, ne? LOL! Ich sehe gerade, das Gewicht ist von 300 auf 450 hoch. Das ist schon die ganze Zeit bei mir, ja. Zieh mal den Mengingari aus. Dann hast du wieder nur 300. Ach so, ja. Aber den habe ich auch schon automatisch immer an die ganze Zeit. Hier, so viel konnte ich noch herstellen. Jupp, was ist mit Dingsbums, wollte ich dich noch fragen. Wir haben da in der Fallkiste noch diese komischen Steinbomben. Ob du die mitnehmen willst? Nee, die machen kaum Damage. Die machen kaum Damage. Auch nicht Gift-Damage? Dass er kontinuierlich halt Schaden kriegt. Ja, aber du musst halt in der Nähe sein. Das ist das Problem wiederum bei dem dann. Mhm. So, mal gucken.
Ich weiß nicht. Oh, das ist ja ein kleiner. Oh. Der sieht irgendwie aus wie Mölnja. Sieht aber ganz cool aus. Ja. Hast du den auch upgraden können oder nur Stufe 1? Der ist aktuell Stufe 1. Ich weiß gar nicht, was ich brauche zum Upgraden. Ne? 15 Silber. Okay. Der hat aber momentan eine Haltbarkeit von 200. Aber ich müsste mit dem in die Nähe von dem gehen. Ja. Ich kann dir noch ein bisschen. Lampe kann ich wieder hier lassen. Hier braucht man Netz. Sammelst du nochmal das hier auf, was hier draußen liegt? Was ist das denn? Wie viele hast du jetzt? 4, oder? Ja. Gut, dann haben wir gleich viele. Leben und Ausdauer wollte ich nochmal auffüllen hier. Habe ich? Warum habe ich Pilze im Inventar? Das weiß auch kein Mensch. Achso, okay, da den nicht reinpasst. Ich bin jetzt bei 10 Minuten in der Aufnahme. Vor allem dort ist auch ein Schneeberg. Ich war schon am Überlegen, ob ich dort nicht mehr schnell irgendwas baue und Wölfe tame und die mit in den Kampf nehme. Ich würde es einfach nochmal mit dem Feuerresistenz jetzt halt probieren. Na dann. Aber warte, ich werde hier essen und. Ja, ja, das mache ich auch hier. So, dann noch hinsitzen, entspannen. Oder man verballert das Med. Ja, es muss voll sein. Weil du ja, musst, klar, musst mal du bedenken. Hast ja, den du, ja, das ist erstmal egal, das sind 2 Minuten. Ne? Du musst jetzt nur mal bedenken, in der Zeit, wo du jetzt wartest, bis das voll ist, geht das Leben auch wieder runter. Ich rüste als erstes die Frostpfeile aus. Warte, da können wir uns ja abstimmen. Wenn du zuerst Frostpfeile hast, dann nehme ich Feuerpfeile. Feuerpfeile wird bei dem nicht springen. Sie machen mehr Damage als die Nadelpfeile. Okay. Wenn man den Feuerdamage mitrechnet. Das waren ja immer 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Es ist halt nicht dieser akute ja, Damage, sondern der lange. Hebt Pfeile. Sich das da nicht auf, wenn ich Eisschaden mache und du Feuerschaden? Ach so, du hast Feuer, Frost. Ich dachte, du hast die Nadelpfeile. Nee, dann nehme ich die Nadelpfeile. Ich mache Eispfeile. Also ich habe jetzt 219 Leben. Wir könnten durch bei von mir aus. Ja, ich habe 180. Geh am besten direkt auf Sprinten vom Portal weg. Ja. Was hast du hier für ein Loch gebuddelt? Okay, ich mach 38 Damage mit dem Pfeil nur auf den Kopf. Und ich habe kein Loch gemacht. Also. Ich bin erstmal safe. Ich stell mich hier in die kaputten Steine rein, die der gemacht hat. Ach, der hat die gemacht. Okay, Eispfeile machen ordentlich Damage. 41 habe ich gerade gemacht. Ja, ich seh's. Und ich bin hier unten so safe! Wenn er nicht gerade seine Feuerattacke schmucken tut. Okay, jetzt habe ich gerade einmal gehittet. Ist aber ein Witz. Oh, ich brenne. Ich warte noch dran. Ja.
Glaub nicht, dass der Stein noch langt. Der hält nicht mehr lange aus, der Stein. Ich packe den fest. Danke dafür. Oh, ich hatte gerade weg. Oh, nein, nicht anspucken. Nein, ouch, heiß, weg. Ah, mein Arsch. Ich habe gerade überhaupt keine Lebensprobleme. Einfach drauf. Auch nicht, ich auch nicht. Und er geht trotzdem auf dich noch. Mit den Meteoriten. Oh, fuck. Das macht Damage. Ich hab noch keinen einzigen Met getrunken gerade. Ich hab nur Ausdauer mitgesoffen. Hörst du auf mit deiner Spuckattacke? Ich kann da immer einfach nur reingehen mit voller Ausdauer halt. Achtung! Lol, was ist mit dem los? Ich packe den fest. Oh, von hinten mache ich gut Damage. In seinen Rücken. Okay. Nein. Hörst du auch mit deiner Spucke. Also dieses Draufkloppen ist am effektivsten meiner Meinung nach. Pass auf dein Leben auf, ich weiß nicht, wie viel du hast. 76. Ja, wenn ich den hinten erwische, mache ich 40 Damage tatsächlich bei dem. Jo, ich war bisher noch kein Mal mit dem Leben unter 200. Nicht, ich mittlerweile schon. Ja. Bei mir ist nur die Ausdauer das Problem. Ich muss warten, bis die einigermaßen voll ist und dann. Ich muss den nächsten Hage abwarten. Den da. Ich habe noch 130 Frostpfeile. Also sind die Frostpfeile doch die bessere Wahl gewesen, tatsächlich. Da hat er mich erwischt. Jetzt muss ich kurz regenerieren. Hast du Dingsbums gesoffen? Feuer mit? Ja. Das bringt so. Ich will nur nicht wissen, ob der noch einen Rage-Mode hat, zufällig. Wir haben mal noch herausfinden. Guck mal, wie weit wir den runtergebaut haben mittlerweile. Oh, der ging auf mich. Nice. Ich brauche Ausdauer. Ja. 7, 8. Bring mal kurz einen Ausdauer mit. Weiter geht's. Ah, das ist mich. Gut. Ja, aber das ist gut für mich wiederum. Kann ich schön auf die Rückfront zielen. Der ist gerade geschwächt. In mir drin.
Ich hoffe nicht auf mich, ich habe keine Ausrede. Nee, nee, der ist gerade auf mich gegangen. Oh mein Herr. Das nächste ist nochmal ordentlich. Jetzt kommen Meteoriten. Auf mich, glaube ich? Nee, auf mich. Ausdauer ist wieder mein Problem. Sing und Trophäe habe ich bekommen. Ich habe gar nichts. Ja, das Jaklutzing, das braucht man für gar nichts. So, und die Jaklut-Trophäe gibt dir Feuer, Frost und Giftresistenz, wenn du die Fähigkeit auswählst. Da war eine Geschichte. So, unter welchem Stein habe ich mich eigentlich immer versteckt? Unter dem hier. Ja. Ach, der hätte den weiter kaputt machen sollen. Ich will wissen, ob das zusammenstürzt. Kann ich? Nee. Scheiße, geht nicht. Ich habe keine Picke mit. Ja, ich auch nicht. Ich habe das zu Hause gelassen, alles. Alter, ewig länger hätte ich es auch nicht durchgehalten. Mein Schwert ist fast kaputt. Mein Bogen ist zur Hälfte down. Und ich habe jetzt noch 93 Frostpfeile. Ich weiß nicht warum, der hat mir so wenig Damage gemacht. Ja, bei mir, der hat mich halt eh mal so krass runtergehittet, weil ich nicht aufgepasst habe wegen den Meteoriten. Aber da habe ich halt auch kein Hitze-Dings genommen. So ein Hitzemet. Also nachdem man diesen Met genommen hatte, war der Kinderspiel. Der war dann leichter als der Knochen. Noch die Frostpfeile, ey, holy shit. Also, ich werde mich nie wieder über so eine Pfeile beschweren. Und wir hätten hier noch mal einfach 38 Stück drinne gehabt. Ich schau die gleich hier mit rein, ey. Also, joa. Soll ich mal was gucken? Wenn ich die 5 hier anhänge, geht das? Sieht scheiße aus, tatsächlich. Da müsste dann was anderes hin. Feuermet lasse ich hier. Ich gehe erstmal die Trophäe ausrüsten. Naja, obwohl weiß er doch. Wechsel auf jeden Fall zu irgendeiner Fähigkeit, aber ob es die ist. Naja. Ich weiß gar nicht, Ike, ob sich das lohnt, weil. Was? Die Fähigkeit? Ja. Ich werde die nicht ausrüsten. So. Weil ich hab's getestet, also mit der jetzigen Rüstung kriegen wir zwar Frost-Damage, aber ich hab immer nur ein Damage gekriegt, keine 5 oder 6. Ja, eben. Und ich dachte, du wolltest sie jetzt ausrüsten. Weil nee, ich gehe den Kopf aufhängen. Und... was wollte ich noch sagen? Ja, wir haben ja mehr als genug Frost-Mate, also... Warum? Und Knochenwanz ist doch gut, wenn wir nochmal gegen irgendwas kämpfen sollten, wie Schlange oder so. Ja, eben. Nee, ich hatte es halt gerade so verstanden, dass du die Ausrüstung. Nee, willst. Ich gehe nur den Kopf aufhängen. Mal gucken, was dann passiert. Falls was passiert. Ja, dann war das schon wenigstens. Okay, ich habe aktuell beim Schwimmen gerade mehr Schaden bekommen als gegen Jaklut, so wie das aussah. Ah, war schon ein geiler Fight. Oh, World Self in 30 Sekunden. Wow. So. Wollen wir nochmal gegen den hier kämpfen? Nö. Warum?
Ich fand ihn nicht schwer, aber ich fand ihn so nervig mit diesen Mobs. So. Schadensmultiplikator, Resistenz gegen Feuer, Eis, Blitz sogar. Ja, Blitz. Welche Mobs machen Blitzschaden? Knochenwanst hier. Schaden, Resistenz gegen Hauen, Schlitzen, Stechen, genau. Der bleibt. Aber passiert irgendwie gar nichts. Aber der Kopf sieht geil aus. Ey, kannst du sagen, was du willst? Ich fand den Mob auch sehr, sehr cool designt, auch wenn er nur kriechend war. Ja, aber das war der einzige Mob, der auch gesprochen hat. Stimmt. Es war schon... Ja, dann würde ich sagen, ich beende kurz die Folge und wir haben ja dann sowieso noch was vor. Jo. So, wir haben Jagdglut besiegt, dank Darkus Einfall mit dem Feuerresistenzdrank. Wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, lasst gern einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da, die sind immer ganz wichtig, die werden auch alle beantwortet. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.